zu Ende gehen sollte oder etc. etc. Aber ich glaube, dann werde ich das vielleicht doch anders da machen. Warte mal. Ich setze jetzt einfach einen Ofen hin. Ich mach das einfach so. Ich setze einfach Öfen zum zum Abstand halten hin. So. Ja, das kenne ich. Deswegen habe ich hier oben Kisten, wo du das ganze Zeug reinschmeißen kannst. Weil das dann später einfach durchs Lagersystem dann benutzt wird. So, ich mache hier 5 Öfen. Das geht mir auch wieder nicht. Weil der Abstand wieder so scheiße ist. Ich mache hier 5 Öfen. Ha, ich sollte vielleicht mal anfangen mit dem, was ich platziere als erstes, hä? Und ich... So, 5 Öfen mache ich hier nur. Dann mache ich in der untersten hier Stein rein, in die erste. Und zwar, 1, 2, 3 hätte ich gern frei. Also hier hätte ich dann die... So. Ja, 1, 2, 3. Okay, 3 frei, passt. Kommt hier der erste Ofen hin. Mache ich hier 5 Öfen hin. Mache ich hier nämlich überall nur 5 Öfen hin, dann ist es so, eine Reihe ist nur für ein Material zuständig. Ich glaube, das klingt fast am besten. Okay. So. Jetzt hier. Warum den Kisten? Teilerfließband. Zack, zack. So. Zack. Hier läuft's hin. Und hier kommt dann der Stein wieder raus. Ja. Genau. Der Stein, der muss natürlich rüber. Hierher. Hier auch direkt wieder ein Teilerfließband hingesetzt. Wobei, ich hätte hier, glaube ich, am liebsten auch wieder so ein bisschen was frei. 1, 2. Ja. Dahin. Zack. Teilerfließband. Zack. Insgesamt hätte ich gern 20 Öfen, nämlich die dafür verantwortlich sind, die das Zeug machen. Also insgesamt. Für den Stein. Dann mache ich lieber hier 4x5, dann komme ich ein bisschen weiter runter. Also wenn ich jetzt 2x10 mache oder einmal die 20 in einen Schwung reinschmeiß. Ich glaube, das schaut dann auch ein bisschen besser aus. So. Und dann könnten wir eigentlich den ganzen Stein, den wir haben, schon hier unten reinschmeißen. Rein theoretisch, aber ich baue das erstmal auf. So. Und hier kommt es weiter. Okay, dann braucht man natürlich wieder. Und Underground Belts. Ich habe vorneweg, ich habe genug Underground Belts. Oder Chris hat noch genug Underground Belts gemacht gehabt. 1, 2, 3. Ich habe gerade mal 140 Stück in einer Kiste. Ja, oben in der einen Kiste sind ja auch noch ganz viele drin, also. Nee, ich meine gerade hier unten. 140. Hatte ich noch im Inventar. Ach so. Ja. Die kommen auch noch alle in die Kiste rein. Quatsch, in der Kiste habe ich auch noch ganz viele. Ich glaube, es waren auch 150 Stück oder sowas. Also, es reicht aus, damit wir heute mal nichts irgendwas zwischenbasteln müssen oder irgendwas ausreicht. Nicht ausreichen sollte. Wir haben Wie weit sollen die Supportline abreißen überhaupt? Bis zu dem Strommast, der nach links weggeht, also zur Ding. Bis zu dem Strommast, hätte ich gesagt. Also nach oben. Also bis zum Dollar-Fließband. Nee. Chris, du nach oben hin geht noch ein Fließband und der geht dann nach links weg, gell? Also du an dem Strommast, den du gerade stehst. Ja. Stoppt der. Bis dahin. Bis dahin abreißen. Genau. So. Das war jetzt Nummer 3, jetzt kommt noch Nummer 4. Müssen wir natürlich auch noch machen. 1, 2, 3, 3 frei und hier. So.
Weil Stein ist halt so ein bisschen das Unwichtigste von allem. Deswegen habe ich mir gedacht, Peng, das reicht, wenn wir hier 20 Öfen gesamt haben. Aber ich möchte an sich die Kapazität ein bisschen erhöhen von allem. Deswegen auch 20 Öfen und nicht nur 10, wie wir zuvor auch hatten. Möchte ich von allem ein bisschen die Kapazität erhöhen. Oder halt, ja, die Produktion. Bald werden wir eher auf blaue Fließbänder gehen, das heißt Hauptlane und das hier alles wird dann auf blaue Fließbänder ausgetauscht werden, aber das erst wenn die Produktion steht, dann werden wir das... Das wird lustig werden. Ummodeln. Ja. Dann werden wir das aber ummodeln alles nochmal. Und dann müssten wir auch soweit sein. Wenn wir gleich wieder Wettrennen machen, wäre ich schneller am Ziel. Ja. So. Jetzt muss ich aber mal kurz überlegen, und zwar so hier runter. Und zwar will ich ja, dass die ersten Öfen Hauptproduktion sind und die vier nach unten auffüllend. Das heißt, den Bahnhof wurde aber kaputt, oder? Komplett. Ich bräuchte hier hinten. Was? Wollen wir hinten den Bahnhof? Ja, den kannst du auch wegreißen. Ich mache das anders. Hier mache ich nicht das so, sondern hier mache ich das so. Dann habe ich einen Block mehr. Ups. Einen Block mehr Platz. Zack. Zack. Habe ich hier nicht einen Block mehr Platz. Und hier oben machen wir es dann einfach auch so. Damit es ein bisschen schöneres Bild ergibt. Damit es ein bisschen gleichmäßiger ist. Ich will das nämlich auffüllend machen. Das heißt, ich muss eigentlich hier instant ein Teilerfließband hinsetzen. Wie habe ich denn das auffüllend gemacht? Immer, das muss ich jetzt links und rechts ran, genau. Das heißt, ich muss eigentlich hier nach da, oder? Das war dich hier und so. Auffüllend. Ja. Genau. Dann, ups. Bin in die Forschung gegangen. Oder doch. R. Hier. Das gleiche nochmal. So. So. Also wenn die oberen Öfen nicht mehr hinterherkommen, sollen die hier, warum habe ich hier gelbe Fließbänder drin, auffüllen und das bis runter. Das soll alles auffüllend sein. So. Hier jetzt nochmal das gleiche. So. Hier. 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 So. So. Ups. So, die Rohstoffe sollen nach unten rauslaufen, damit ich halt wieder so ein Zwischenlager rausbekomme. Wie weit nach unten, weiß ich jetzt noch nicht. Das wird sich anhand der nächsten Rohstoffe zeigen. Zack. Okay. Jetzt brauchen wir natürlich noch Strom. Das Ding reicht eh nicht, deswegen würde ich die Holzmasten einfach nehmen. Weil die Stahlmasten eh nicht genug Reichweite haben. So. Hier. Zack. Hier. 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 Der Abstand reicht noch, dass die Holzmassen das übernehmen. Das ist ja nur einer Abstand. Deswegen habe ich auch die Dreierbreite genommen. Da. Da. Deswegen habe ich auch die Dreierbreite genommen. Zack, zack. Ist irgendwas? Will heute faktorieren. Nicht so. So. Das wäre jetzt halt das. Okay. Das wäre die erste Lane, die weg wäre. Sozusagen. Das wäre Stein. Jetzt haben wir noch zwei Lanes hier. Einmal Kohle. Die ja eigentlich ziemlich easy durchlaufen würde.
eigentlich ins schon weg könnte. Aber ich hänge an meiner Kohle. Nein, Quatsch. Ich schmeiß mal die Kohle los, rein in die Kisten. Oder in die Kiste. Ja. Da ist eigentlich nur Kohle drin und ein bisschen Kupfer. Dann mache ich das so. Zack. So, und dann nehme ich mir die drei Kohle hier noch mit. Und schmeiß die mal in die oberste Kisten hier rein. In den obersten Kisten hier rein. Zack. Ja, dann ist sie schon mal am richtigen Ort. Da gehen wir mal so nach und nach durch, was wir nicht mehr haben. Hier wäre Kohle. Nicht, dass ich zum Schluss vergesse. Oh, scheiße, Chris, wir haben Kupfer vergessen. Das wäre nicht so schön. Da ist keine Kohle drin. Da sind nur Eisenplatten drin. Da ist nichts drin. Da ist das Baumaterial drin, was Chris rein hat. Da ist keine Kohle drin. 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 Hier ist noch Kohle drin, aber auch nicht mehr so viel. Hier ist noch Kohle drin. Okay. Dann haben wir das. Dann haben wir die Kohle weg. Dann muss ich noch den Stein, der ist ganz unten, auch noch loswerden. So. Ich denke, so als Zwischenlager, da passt schon wenig was rein. Da sind 2,4k immer zwischengespeichert. Und das jetzt hat mal 6 plus 6 mal 12. Also 24 mal 2,4k, 48k, sagen wir mal. Wenn wir es mal ohne die Komma 4 machen, 48k sind da drin. Ich denke, das ist genug, oder? Ja, eigentlich ja. Ich denke mal, das ist echt genug. 48k, die dazwischen gespeichert werden. An Rohmaterial. Plus das alles, was auf der Lane dann immer noch ist. Plus dann zum Schluss das fertige Material ja auch noch. Das ist ja auch noch da. Das dürfen wir auch nicht vergessen. So, hier ist Stein. Zack, Stein drin. Haben wir das auch schon. Okay. Das war jetzt der erste Streich. Doch, wie heißt, der zweite folgt zugleich. So, jetzt würde ich an... Was machen wir zuerst? Kupfer oder Eisen? Chris? Was ist am wichtigsten? Beides ist eigentlich am wichtigsten, aber das Eisen ist das Aufwendigere. Ich hätte gesagt, fangen wir erstmal klein an, oder? Ja. 1, 2, 3. Das heißt, hier wäre die nächste Lane zu Ende. Hier so. Okay. Das heißt, nee, ich muss noch eins weiter. So. Und da gibt's jetzt hat. Ich hab vergessen mitzusehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Öfen. 10 Öfen. Und jetzt jetzt mal 10er rein Öfen hier hin. Wie viele Öfen, weiß ich noch nicht. Also, wie viele insgesamt. Da ist halt der Gedanke, weil, wenn wir jetzt Kupfer machen, wenn ich da jetzt 40 Öfen hinhaue, ist es schon verdammt viel, oder? Aber dann könnte es natürlich passieren, dass das Kupfererz nicht schnell genug nachflutscht. Wäre natürlich dann auch blöd. Oder nicht? Wenn wir die blauen Bänder haben, dann müsste es ja schnell genug nachkommen. Dann könnte es aber auch, also sagen wir mal, gehen wir mal im Worst Case, wir haben die blauen Bänder, aber die schnellen Arme sind zu kurz, zu langsam dann. Wobei wir auch wieder 24 schnelle Arme haben. Zwölf schnelle Arme haben pro Ding. Wo ich sogar gerade fast dazu tendiere. Ja, Quatsch. Wenn das nicht schnell genug ist, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Aber wir müssen die Lane irgendwie noch kriegen, dass er auf beiden Seiten durchflutscht. Das ist auf genug. Du weißt, was ich meine. Ja. Ich guck mal kurz. Bin ich da? Oh. Bin ich da? Da
dass er auf beiden Seiten füllt, weil so füllt er gerade nur auf einer Seite. Müsste ich rein theoretisch hier einmal so gehen und dann wieder so, aber das geht ja nicht hier. Der Server antwortet nicht. Ja, ich sehe es auch die ganze Zeit aufblinken, dass du rausgeschmissen hast, aber hey, ich werfe keine Frames. Also, ich bin mal unschuldig. Aber wir müssen eh mal gucken, wie es dann alles mit dem neuen Setup geht. Aber LAN ist ja eh ein Gigabit. Daher mache ich mir mal da keine Gedanken. Weil ja dann alles umgemodelt wird bei mir hier. Demnächst. Sehr stark. Viel. Also, Umbau ist einiges. Also, ich habe wirklich einiges an Umbau dann jetzt hat die Tage noch zu tun. Ich hoffe, ich schaffe das morgen alles. Ich hoffe es wirklich, dass ich morgen alles schaffe. Weil sonst wäre es ein bisschen blöd. Weil sonst fällt leider ein Stream aus. Das will ich halt auch nicht, dass ein Stream ausfällt. Das wäre halt dann auch blöd. Ich möchte nicht einen Stream ausfallen lassen, weil ich umbaue. 1, 2, 3. Und hier wieder. Aber es ist ja im Grunde, kann man sagen, bald habe ich meine Ruhe. Ganz viel Ruhe. So. Sich einsperren. Genau. Ja, gut. Ja, einsperren könnte ich mich sogar, ja. Doch, wir haben doch einen Schlüssel noch dafür. Oder hast du die verräumt? Weil sie von nebendran kommt einfach so ein Nein. Weil dann werden nicht mal die ganzen dummen Kommentare von der Seite weg. Ja, ist schön, dass du Hunger hast. So ab und zu ist es nämlich schon nervig, die Frau. Ja, ist keine Ahnung. Ich habe doch heute schon was gekocht gehabt. Ist in Anführungszeichen gekocht. Ja, kann ich ja nichts für. Eins, zwei, drei. Da kann ich halt wirklich nichts dafür. Ich habe mir gedacht, ich mache heute eine Champignon-Creme-Suppe. Und die schmeckt nicht wirklich gut, die Champignon-Creme-Suppe. Aber da kann ich halt auch nichts für. Ich bin nur der das Maggi aufgemacht hat und rein. So, hier nochmal 10 Öfen. Die andere Sache ist die, Chris. Was mir gerade so kommt. Wir wollen ja hier die Support Lane auch noch mit haben. Eigentlich hier. Das heißt aber eigentlich sogar für uns. Müssten schauen, dass wir gleich hier mehrere Kupferlinien runterziehen. Also wenn ich jetzt sage 20 für die Hauptlane, wäre fast ein bisschen wenig, oder? Weil wir hatten ja zuvor schon... zuvor hatten wir 10. Dann hätten wir die Produktion zumindest verdoppelt. Aber ich hätte dann schon gern für die Haupt... Ja, oder wir machen 20. 20 für die Hauptlane. 20 für die Hauptlane. 10 für... Und 10 für jede Supportlane, oder? Auch machen. So. Was hältst du von der Idee? Dann hätten wir 40 Öfen, die Kupfer machen. Und die hoffentlich auch ausreichend sind. Oder halt schnell genug. Ich sehe es die ganze Zeit, wie du rausfliegst. Ja, ich habe auch permanent... Ja. Server antwortet nicht. Ich sehe es ja. So, dann werde ich nämlich, warte mal. 2 frei. Dann füllst du auf. Dann bist du eine Lane. Also ihr zwei seid eine Lane. Und ich muss mir mal kurz rote Bänder holen. Aber da haben wir genug abgerissen. Also ich muss nicht von oben rote Bänder holen. Das sind wirklich genug. Und Arme und alles müsste ich wirklich so viele haben. Da denke ich nicht, dass da irgendwas passiert heute. Oder dass es ausgehen wird. Dass mir die Bänder oder die Arme... Gut, die Arme haben wir sowieso immer noch auf Fett auf Lager. Und der Gedanke... der andere... Dann würde ich aber für die Support Lanes jeweils einen eigenen Speicher mit haben, oder? Vielleicht nicht so groß wie für die Hauptlane. Aber einen eigenen Speicher will ich dann schon für die Lanes. Bei groß.